Für was macht man das? Ist ja, wir werden, weil wir älter werden. Wir werden älter. Viele Leute haben Angst vor älter werden. Es ist in Ordnung. Es ist als Mann älter werden, ist irre. Ist toll. Ist schön, wenn die Freundin was sagt, kannst einfach weiterlaufen. Das einfach älter werden. Guck mal, mein bester Freund, auch das verändert sich ja. Man muss ja heute alles, ihr habt ja mitbekommen, man muss ja alles liken. Man muss ja liken. Alles, man muss heute liken. Wenn du heute nicht likest, bist du assi. Muss liken heute. Du musst, ja, echt. Du musst bei Instagram, Facebook, musst du YouPorn. Bei YouPorn, du kannst, da, ihr lacht, stopp. Bei YouPorn, du kannst, ist kein Scherz, du kannst bei YouPorn liken. Du kannst bei YouPorn, kannst du liken. Wo ich mir die Frage stelle, ja, ist ja oft, dass Männer dann Filme geguckt haben und sagen, nö, der war schön, der war, der Anfang war, bin nicht schwer reingekommen ins Thema, aber in der Mitte haben sie Gas gegeben, muss ich sagen. Hinten raus auch Happy End, haben wir heiratet, da machen wir mal 5 Sterne. Das ist, es hat sich alles verändert. Es hat sich, guck mal, mein bester Freund, auch wir werden ja älter auch, ist jetzt, wird Vater. Mein bester Freund, der mit Babsi zusammen ist, wird Vater. Und wie sagen Frauen das, ihr Mann, dass sie schwanger sind? Mit einem Ultraschallbild. Jeder weiß das auf der ganzen Welt. Es gibt eine Webseite, wo, wie sage ich es, mein Mann.de, Ultraschallbild. Und wir waren beim Sagen dabei, ich mit meiner Freundin, mein bester Freund und Babsi. Und Babsi schiebt das Ultraschallbild ihm, meinem besten Freund, dem vermeintlichen Vater, das Ultraschallbild hin. Und wie reagiert er? Sagt, ah, scheiße, dein Knie. Was für ein Knie? Und ich sag, bist du bescheuert? Ist doch nicht ihr Knie. Und er versucht, kennst du das, wenn Leute sich so versuchen rauszuholen? Ich sag, nein, weiß ich doch. Ihre Schulter hat sie Probleme. Das, und wenn Frauen schwanger sind, dann verstehen die nicht unbedingt immer Humor. Da sind so viele Hormone im Spiel. Dass sie sagt, nein, ich werde Mutter. Ja, echt, wer ist der Vater? Wer ist der Vater? Das finden die nicht lustig. Und was ich auch interessanterweise beobachten konnte, ist, sobald eine Frau schwanger ist, und in einem Umkreis von 5 Metern sitzt eine andere Frau, die auch schwanger sein könnte oder werden könnte. Wollen die auch? Die, als wenn, Männer kennen das, wenn du mit einem Kumpel essen gehst beim Italiener und der sagt, ich nehme Tiramisu und du sitzt und denkst. Nehme ich auch. Meine Freundin guckte mich direkt an, als sie wusste, Babsi wird schwanger. Sofort guckte sie mich an und sagt, und? Und? Ich sag, was hast du? Und? Wär doch toll. Ich sag, was ist toll? Sagt sie, ja, wenn wir beide auch. Ich sag, ja, aber warte doch mal ab. Sagt sie, nein, wenn wir jetzt nach Hause gehen, machen ein Kind, dann bekommt Babsi und ich gleichzeitig das Kind. Ich sag, sie ist im 4. Monat. Ich bin wirklich schnell, aber so schnell, das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Ja? So. Jetzt wurde meine Freundin Patentante. Patentante ist ja wie Vizemutter. Ja? Ist ja Vizemutter. Ja, ist Vizemutter. Seit sie wusste, sie wird Vizemutter, jeden Kursus mit ihr macht. Und dann werden ja Feiern gefeiert heute. Wenn Frauen schwanger sind, werden ja Party. Party, ich bekomme bald ein Kind. Party, Kinderzimmer schon eingerichtet. Party, die Lampe hängt. Party, ja, wow, Party. Bald ist da Party. Es gab, und irgendwann gab es eine Untersuchung, für Leute, die Kinder haben, die wissen, was ich meine, wo man sieht, was das wird. Bis dahin wusste man nur Mensch, auch eine gute Sache. Ja, aber es wurde ein Mädchen und jetzt wurde der innerste Freundeskreis eingeladen, um einen Namen zu finden. Denn ein Name ist heute echt schwierig und ganz, ganz wichtig. Und kamen tolle Namen raus. Meine Freundin hat Mia, eine andere Mädel hat gesagt, Mina, ich war dran, sag Horst. Guckt er mich an und sagt, wie, ich bekomme ein Mädchen. Ich sag, ja, nennen Sie Horst. Sagt er, kann ich doch nicht Horst nennen. Ich sag, doch. Nennen Sie Horst, du bist der Vater. Nennen Sie, wie du willst, Horst. Nennen Sie Horst. Sagt er, ich kann die doch nicht. Ich sag, doch. Ich sag, kenn mich mit Marketing aus, glaube mir. Ich sag, wenn die mal Topmodel, jetzt mal ehrlich, wenn die Topmodel wird, wer kennt die Topmodels, die irgendwo in Mailand oder Paris laufen? Keine Sau kennt die. Ich sag, wenn deine Tochter Topmodel wird, jeder wird sagen, do you know Horst? I know Horst, I know Horst. I know, she's awesome, Horst. I love Horst. Oh. Hat sich null durchgesetzt. Für was haben sie sich entschieden? Bernadette. Bernadette. Mit stummen E. Dann sage ich, was ist ein stummes E? Sagt er, ja, schreibt man, spricht man nicht. Ich sage, dann lass es weg. Was soll er? Jeder in der Schule wird doch sagen, Bernadette. 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 Und ich schwöre dir, es wird eine Situation kommen, wo sie da sitzt und sagt, na ja, Horst wäre eine Alternative gewesen. So.